Ist ja wirklich eine Perle. Wollte ich ja immer schon haben, hab's mir nie gekauft, weil ich weiß, ich spiel's ja nicht, aber. Boah, das ist so super. Und das mag. Hallo, ihr seid's. Hi. Ja, Entschuldigung für dieses etwas verunglückte Titelbild, aber naja, ich wollte nicht so viel Arbeit machen und die haben die Thumbnails ein bisschen seltsam angeordnet, aber naja, gut. Deswegen, worum geht's? Es geht um das Infinity Bundle. Ihr bekommt dafür sehr wenig Geld. 3,65 € 8 Spiele. Ich mach's mal so, wie es da steht. Frenbo, ein Point-and-Click-Adventure der sehr speziellen Art. Das zocke ich jetzt auch an. Tarsis, ein sehr schwieriges Würfel-Brettspiel, Space irgendwas. Dex zocke ich auch an. Ein 2D-Rollenspiel, grob gesehen, Cyberpunk. Shelter 2, ein Wir sind Tiere Survival-Spiel. Epistory, wohl kenne ich nicht. Ein Adventure, wo es auch um Tippen geht. Also um, ne, Schreiben lernen. Ich weiß aber gerade nicht. Warte mal, das muss ich kurz mal gucken. Ich bin wieder mal nicht vorbereitet. Ja, gucken wir doch schnell mal nach. Unterstützt Deutsch. Sehr schön. Das heißt also, ja. Also ich bin gut englischsprachig, aber solche Sachen machen eigentlich nicht so viel. Ja. Space Run, ein Space, na, Space Tower Defense Spiel. Tower Defense ist nicht mein Ding, scheint aber gut gemacht zu sein. Dann noch ein absoluter Edelstein, Skyhill. Da haben sich die Jungs von Dedalek mal nochmal was geleistet. Zocke ich auch an. Habe ich auch schon, also die Moderation mache ich ja immer danach. Und dann Deponia, The Complete Journey. Habe ich jetzt zum dritten Mal. Aber naja, ich hätte es allein für Frenbo hätte ich es schon ausgegeben. Und Skyhill sowieso. Also, jo. Ein fettes Bundle. Nichts Schlechtes dabei. Naja. Und wir schauen jetzt einfach mal rein, wie ich mich dabei einstelle. Und ich sage diesmal auch gar nicht schlecht. Mandragora. Skyhill. Okay. Skyhill habe ich beim Rahmschnitzel schon mal gesehen. Es ist recht actionlastig. Mal schauen. Einfach. Wie? Total, ja. Was? Nein, nein, zurück. Ich will einfach. Na gut. Was? Was? Bevor du starten kannst, kannst du einen passiven und einen aktiven Vorteil aussuchen. Um mehr Vorteile freizuschalten, gehe ich weiter nach unten. Was? Überlebe. Bitte? Irgendwas I came to ist. this town for a couple of days on business. It was a short trip. So why not spend a few days in style? Sehr stilvoll. You kings just as you ordered our best suit of an exome view in the latest biological defense system. Ganz oben. Ich glaube, das ist auch der Trick der Sache. Ba-bum, ba-bum. Things have to get better before they get worse, I guess. I just had no idea how bad. Houston, New Euro, please remain calm and stay inside.
proceed to the nearest biohazard shelter, women and children. Dear guests, please do not leave your rooms. Okay. Okay. Nicht gut. I rushed to the phone. I tried everything. Police, 911, even hotel service. Something terrible was going on outside. When the screaming ceased, all I heard was satisfied, hungry growling, and the sound of flesh being torn apart. And then I was hungry and eventually went outside. It was hell. But I'd rather be killed by a mutant than slowly starve to death. I still have hope. I'll make it out of here. Und darum geht's. Wir müssen hier raus. Zufall? Actionmarker zeigen sind natürlich möchte den Raum an. Du kannst die Marke im Pausenmenü ein- ausschalten. Verstanden. Ich dachte, ich hätte zwei. Naja, egal. Sonst noch was? Nein, nichts. Wenn du einen Raum, einen Punkt, aber wenn du keinen Punkt mehr hast, verlierst du stattdessen deinen Gesetzpunkt. Verstanden. Nicht gut. Oh, oh. Metallteile. Okay. Tipp auf den Gegner oder ein Spiel-Icon wechseln in der beiden Modus, wenn du das schon antippst, dann kannst du wieder neu spielen. Okay. Tja, ich würde sagen, das. Oh, oh. Das. Einmal das probieren. Ja, ich weiß. Sollen wir nochmal? Komm. Ach Mann. Ja, das war gut. Leer. Mist. Okay, das ist gruselig. Schokolade. Alter Schwede, das ist schon übel. Tierfutter? Naja. Ja. Hm.
hat der? Butter. Und sonst ist da nichts. Können wir Butter? Tierfutter. Ach komm. Seltsam. Okay. Oh, Zeuge. Und zur Sprache, wir werden uns im neuen aus dem Himmelreich treffen und du wirst im ursprünglichen Reihenfehl geboren werden. 14.2 von Mantragora. Mhm. Das ist der VIP. Dann. Sollen wir wieder hoch? Erstmal hier gucken. Kaffee? Nehmen wir noch einer mit. Jetzt? Nein. Was soll das? Das brachte gar nichts. Okay. Okay. So, schauen wir doch mal. Cola. Hunger 7, immer rein damit. Fischhunger 15 ist jetzt schon zu viel. Gesundheit 5, das ist gut. Sehr schön. Gut. Und weiter. Boah, das ist schon sehr, sehr, sehr beklemmend. Okay, gut. Dann mal runter. Noch ein Monster? Nein. Mit Schaltkasten zu operieren, bin ich isolierband. Nein, im Moment nicht. Ach komm. Jetzt muss ich ja. Das war nicht viel. Na. Na, geht doch. Leer, Level Up. Und das heißt, was ist das? Kleber. Okay, das Prinzip des Spiels ist verstanden. Holzstück, Münze, Salat. Okay, mal schauen. Hunger, Hunger. Tja. Können wir den Rest eigentlich damit machen? Na, es stirbt doch. Na, geht doch. Und hat er was dabei? Leer. Dann schauen wir mal da drin. Leer. Ein Ei.
High ist Hunger. 11 passt. Oh ja. So, ihr habt es verstanden. Ich war sehr still. Das Spiel ist schon sehr fesselnd. Aber ich glaube, wir sollten es noch irgendwie... Oh ja, gut. Ah ja. Gut. Zack, und nochmal Gesundheit 5. Ah, ich verstehe. Müssen wir also machen. Noch ein Fisch, gut. Dann haben wir damit sicher noch ein Monster. Nein. Ein Rohr. Ich glaube, wir müssen improvisieren. Ja. Es hat sich gelohnt, gut. Aha. Nehmen wir doch. Okay. Das hat sich ja gelohnt. Oh oh. Nicht gut. Wie was? Jetzt habe ich Zahnräder, super. Wow. Kaffeebohnen, Metallteile und noch eine Münze. Die Münze. Oh, Schmerzmittel, sehr schön, die bringen. 15, das ist gut. Hunger 2, Hunger, dann der da. Sehr schön. Und das war's. Skyhill. Einfaches Spielprinzip. Sehr schön gemacht, sehr beklemmt. Ich würde sagen, ja, kann ich empfehlen, macht Spaß. Nächstes Spiel. Herzlich willkommen zu Dex. Cyberpunk 2D, bisschen Pixelart, neues Spiel. Es ist keine Schande, vor einem Kampf zu fliehen. Feinde werden ihre normale Tätigkeit nachgehen, sobald sie sich aus den Augen verlieren. Boah, geil, oder? 13.807.001. Das bin ich. 01. Something out of nothing. Something's raining down. A river of what to do's, who to be's. Stand out? Blend in? Help 'em? Go to war and win? Close your eyes, little bird. Tomorrow's a new world, little bird. Ich hab jetzt schon Gänsehaut. Das scheint geiler zu sein, als ich gedacht habe. What's happening? Whoa. Wake up. Wake up. They are coming for you. You need to get out of here. You can slow them down. Buy yourself some time. Here. Now focus. This is augmented reality. Your way to interact with the world around you. Move towards the elevator. You can jam the doors. Was? Ich hab. Ich kapier's gerade nicht. Gut. Gibt's da was wie ein. What the fuck? Okay, Unit, use the stairs. You have a natural dispensation for this. Now quickly, out of the window. Go to Fixer's Hope. It's a hacktivist bar. You should be safe. Talk to Decker there. Tell him Raycast sent you. Now run. Wow, ist das geil. Na, das ist ein bisschen langsam. Was? Ah ja. Oh.
Abwärts fallen. Ja, geil. Wow. Das Tutorial. Das Tutorial ist ein bisschen blöd. Wow. Ah. Sollen wir das machen? Nein. Dahin. Ich gehe erstmal da rein, oder? Ist da was? Okay. Da, 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 da. Oh, ne, oder? Was? Ja, ja. Ach komm. They are coming for you. You need to get out of here. You can slow them down. Buy yourself some time. Here. Now focus. This is augmented reality. Your way to interact with the world around you. Move towards the elevator. You can jam the doors. Das gleiche nochmal. Das ist doof. Ist das jetzt wirklich? Okay, Unit, use the stairs. You have a natural dispensation for this. Now quickly. Okay, also der Anfang war geil, aber wenn das jetzt wirklich so ist, dass ich... Noch weiter? Nein. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Wir machen das Ganze mal auf schnell. So. Jetzt. Aha. Wie hätte ich das wissen sollen? Was? Ah ja. Also es ist schon geil gemacht, aber wenn ich da wirklich von vorne anfangen muss, nur wenn ich... Ach, jetzt geht's... Saut Dreadlocks. Ach, es geht jetzt erst los. Das war nur das Tutorial. Mhm. Dex Enhanced Version. Es ist von der Stimmung her total geil, muss man sagen. Die Musik kam mir doch auch bekannt vor. Ba, 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 ba.
was ein geiler Soundtrack, Leute. Boah, ich hab super, super Gänsehaut. Also, wo ist diese Stimmung gut eingefangen? Und so guckt man sich die Credits auf jeden Fall an. Fertigkeitspunkt blieb ich welche gerade. Gut. So, naja, was nehmen wir denn? Fernkampf, Nahkampf? Komm. Nahkampf. Es ist ja. Bestätigen. Okay. Magnum. Aha. Sofort. Fertig. Und nun? So, jetzt das war das Tutorial. Es ist schon sehr. Na, es ist 2D. Brauche ich. Nö. Okay. Well, looky at you. What do we have here? Mm-hmm. Some there'll be things prowling down below, girl. Whoa. Should have stayed up top, up there with them respectables. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? This place is our home, girl. You on Cedar's territory now, and something tells me you plain forgot your invitation. You leave it at home, honey? Mm-hmm. Now, what you really here for, huh? You one of them clean up the street type of police? One of them dig the dirt news people sniffing around looking up for your big break? I don't think we can be taking no chances, brother. Now, let's see what's in your pockets, girl. You ain't got no invite. Maybe you got something for my hospitality. Or maybe you can stick around. You got a boyfriend? Someone who'll pay a pretty price to see your pretty face again? Pretty face. Come here. It's a little bit late for that, honey. We get to decide what to do with your pretty ass, and we ain't done deliberating. Ach komm, leg damit. Oh, I haven't even done preparing your death warrant, and here you are. Hey. Wow, Kohle. Kohle, dann hat der auch Kohle. Ne, der hat nix. Kommen wir hier weiter. Okay, mir geht's nicht so gut. Quatsch. Hey. Jetzt verstehe ich. So, hat er was dabei? Nö.
Ich meine, wir spielen es ja nicht, ne? Aber vom Stil her, alter Spiel. Ist hier irgendwie weiter oder müssen wir da lang? Rundstahlkette. Was ist denn eine Rundstahlkette? Ach Gott. Komm, zack. Ja, komm. Besser ist das. Okay, da können wir nicht rein. Level 2 hätten wir auch hier nicht haben können. So, da haben wir alles. Da kommt es auch nicht nochmal. Wow. Was hat er? Klar. Na komm, das ist. Ihr habt's verstanden, ja? Sollen wir Schluss machen? Das ist geil. Boah, die Stimmung ist so unfassbar. Na super. Ja, was ist denn mit dem? Ja, ich hätte gern diesen. Braune hilft immer schon. Braune ist immer gut. Okay. War da sonst noch was? Nein, gut. Dann müssen wir eh geradeaus. Okay. Das Ding ist schon schlauchig, das heißt also. Das nimmt uns. Das war einfach nur. Das war das erste, ne? Jo, okay. So. Erstes Level irgendwie abgeschlossen. Und das reicht dann auch. Aber das Spiel ist bei mir auf der Liste. Das ist geil. Dex, muss ich mir merken, ne? Dann nächstes Spiel. Hier fange ich so früh wie möglich an. Ich kenne das Spiel. Ich habe ein Let's Play, ein komplettes Let's Play bei Gronkh gesehen. Das ist das Abgefahrenste. Das. Oh, es ist so toll. Es ist ganz toll. Wirklich. Franbo. Es ist. Oh. Das ist so irre. Ja. Passt gut auf mich auf. Wir haben so viel Spaß.
seltsame Kreatur vor meinem Fenster. Ich mag sie nicht, sie macht mir Angst. Plötzlich höre ich etwas. Es ist Mama, sie schreit. Ich will wissen, was los ist. Ein helles Licht scheint aus dem Zimmer meiner Eltern. Ich gehe näher ran. Und noch näher. Mama? Papa? Blut. Bitte nicht. Mami, Papi. Fran, bitte folge meiner Stimme. Ich zähle bis drei, dann wachst du auf. Eins. Zwei. Drei. Fran, wie fühlst du dich? Mir geht's gut, glaube ich. Es ist nur traurig, immer das Gleiche zu sehen. Traurigkeit ist von jedem von uns. Ich will den Mörder finden. Ich will wirklich wissen, wer meine Eltern ermordet hat. Die Polizei arbeitet daran. Ich will den Mörder finden und meine Katze. Meine Katze ist weg, es wäre unmöglich, ihn zu finden. Aber jetzt habe ich etwas für dich, Fran. Was ist das? Sie ist ein Tisch, da ist ein kleines Paket für dich. Es ist von Tante Grace, nimm es. Das war die Geldbörse meiner Mutter. Mach sie auf, das ist was. Fünf Sachen. Liebste Fran, hier ist die Geldbörse, die du so gerne magst. Ich dachte, du wirst sie gerne haben wollen. Als ich ihn an dich gedacht habe, habe ich noch erinnert, dass du gerne Dinge untersuchst und miteinander kombinierst. Ich hoffe, du wirst diese Geldbörse für immer behalten und benutzt sie um die Dinge, die du hineintust, gut. Vergiss niemals, dass die Kreativität das absolut größte Gabe ist, die du besitzt. In liebe Tante Grace, sie macht sich Sorgen um dich. Ich mache mir auch Sorgen. Weil ich nicht verrückt, aber immer noch hier bin. Hör auf, du bist außer Kontrolle, junge Dame. Kann ich jetzt gehen? Du kannst gehen, aber bevor du das tust, ist es Zeit für deine Medizin. Welche Medizin? Sie heißt Duotin und du wirst dadurch ganz ruhig, Schwester. Wir sind bereit. Gibt es etwas Neues, Dr. Dillon? Nein, nicht die gleichen Visionen wie vorher. Oh, verstehe. Hier, Fran, nimm deine Medizin. Ich fühle mich nicht gut. Immer wenn sie Pillen haben. Oh nein. Bringen sie zurück auf ihr Zimmer. Schwester, lassen Sie die nie mehr nehmen. Das ist ein einfaches Point-and-Click.
laut. Und das Haus des Wahnsinns verlässt. Von uns zeigt tatsächlich eine Psychose, die Bodinger Familientragödie, Details werden vermieden. Behandlung unter der Marcel Dern hat verschiedene Formen der Medikation ausprobiert und alle wegen Nebenwirkungen. Hoffentlich fällt mir das nicht auf den Kopf, während ich schlafe. Gesagt, die Medizin zeigt mir, wo er ist. Achso. Guck mal doch mal, was hinter dem Vorhang ist. Ein praktischer Haken. Sein. Ich habe die Formel kaputt gemacht. Was ist mit dem Bett? Muss ich alles anhören? Ich bin gerade erst aufgewacht. Und ich sage, geh mal weiter. Der Flaschendialog, der da nichts nützlich ist. Handtücher. Handtücher? Ich brauche keine Handtücher. Ich darf davon brauche ich nichts. Meine Beine geht es gut. Ich will wissen, was ihr schreibt. Ich bin neugierig. Ich denke, ich weiß, ich will mich nicht anfassen lassen. Oh, Friend, du bist wach. Gut. Wie lange habe ich geschlafen? 3 Tage vielleicht. So viele Tage? Sollte mein Kätzchen suchen? Der Kasse ist wahrscheinlich tot, Mädchen. Geh jetzt, ich arbeite. Ich habe es an der Stelle. Ich weiß nicht, was ist los? Feuer kaputt gemacht. Das war sehen was, ich muss es trotzdem entfernen. Darf ich aber, oder? Ja. Patienten schließt
schlief fast die ganze Zeit. Sie wacht nur auf, um etwas zu trinken. Aber ich glaube nicht, dass sie sich daran erinnert. Nachdem sie etwas getrunken hat, schläft sie wieder ein und hat seit 3 Tagen keinerlei Kontakt mit irgendjemandem. Einige Kinder kamen vorbei und fragten, wann sie zum Spiel rauskäme. Latein 8H. 8H. Oh, ich behalte dieses Pflaster, um Blutungen zu stoppen. So irre. Ein Gewalttrauma kann groß ausfallen, wenn wir ein Kind haben, mit dem normalsten Leben radikal verändern. Zum Beispiel haben Kinder, denen ein traumatisches Erlebnis widerfahren ist, kleine bis große Defizite in einigen Bereichen, wie nahe Personenvertrauen, die Welt als einen sicheren Ort ansehen, Entscheidungen treffen, etc. Wie diese Auswirkungen können traumatische Erlebnisse zu verschiedenen Symptomen starker Geisteskrankheit führen, zum Beispiel andere Menschen nicht vertrauen oder sich die Welt nicht sicher fühlen, als paranoid eingeschätzt werden. Bild eines Gehirns, Stirnlappen. Traumata. Der Doktor liebt es, das Wort Trauma zu sagen. Hihi, das sieht aus wie eine Schildkröte. Mal sehen, Traumata. Achso, ja, gut. Das ist schrecklich. Ja, die hören uns alle töten. Was? Bruder, Mund, geht's dir gut? Ausruhige Kreatur. Hallo, Frau Krankenschwester. Ja, nichts. Ah, der Spielplatz. Gute Nacht, Bäume und Mond. Ich bin sicher, dass es keine Fluchtmöglichkeit ist. Schläfst du, süßes Häschen? Was ist das denn? Oh, das ist mein Kopf. Gib mir bitte meinen Kopf wieder. Geht einfach weg, ihr unheimlichen Kreaturen. Okay. Ich weiß nicht. Boah, wer hat es getan? Darunter können wir nur. Auf keinen Fall, das können sie ihr nicht sagen. Also muss sie wissen, sie können mich nicht von ihr fernhalten. Der Grund ist mehr als klar, Grace. Nein, es ist nicht, ich will sie nach Hause bringen. Jetzt, das können sie nicht. Frauen sind mentaler Zustand ist noch nicht stabil genug. War das echt, liebe Tante Grace? Ich frage mich, was sie mir zu erzählen hat. Der Doktor hat keine Seele, ich gehe heute Nacht nach Hause. Oh nein, Fuchsi Fuchs, nicht weinen. Warum bist du so traurig? Du bist tot. Wo ist der Clown hin? Wow, so Leute. Das reicht. Friendbow ist ein so abgefahrenes Stück Spiel mit der kleinen, vertrauensseligen, völlig abgeklärten Friendbow, die den absoluten Horror erlebt. Und das geht so weiter und es wird noch viel, viel schlimmer. Ein absolutes Juwel. Also das Ding ist es einfach wert, dieses Bundle zu kaufen. Das war heute zwischenzeitlich schon mal ausverkauft, das heißt, beeilt euch. Aber, naja, wir kommen jetzt gleich zum Fazit. So, und jetzt kommen wir schnell zum Fazit.
Also, 3,65 habe ich gesagt, ja. Habe ich auch bezahlt, ja. Obwohl ich davon Tarsis, Shelter 2, Space Run, Epistory und Deponia schon hatte. Aber wie gesagt, allein für Franbo hätte ich das geschrieben. Jetzt wisst ihr auch warum, oder? Bezahlt, was heißt geschrieben? Also ich hätte das auch für Franbo allein bezahlt. Aber Sky Hill, wow. Was mich völlig überrascht hat, war Dex. Weil das ist so stimmig. Dieses Ambiente und die Musik dazu und so. Ich weiß nicht, ob die Story noch richtig toll wird, aber war echt geil. Also Fazit, ne? 3,65. Und was kostet das Ganze im Moment? Franbo, sehr verdiente 15 Euro. Kann man auch Vollpreis zahlen. Dex, 20 Euro, bestimmt auch. Tarsis, 15 Euro, sage ich nichts zu, weil kenne ich nicht. Shelter 2, 15 Euro ist es bestimmt wert. Epistory, 15 Euro, wenn man sowas mag. So, Space Run, 15 Euro, wenn man sowas mag. Sky Hill, im Moment stark reduziert mit 2 Euro irgendwas. Standardpreis, aber ist trotzdem 15 Euro. Und die komplette Complete Journey Deponia immer noch mit 30 Euro. Zusammen, wenn ich mich nicht verrechnet habe, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 420 und 20, doch, ich habe mich nicht verrechnet. 140 Euro ist das Paket wert. Ihr zahlt 3,65 und damit kommt Fanatical. Ich werde euch natürlich den Link unten nochmal einblenden. Nicht einblenden in die Beschreibung. Einblenden kann ich noch nicht, das kommt noch. Also ich werde euch das in die Beschreibung reinschreiben. Es ist schon spät, merkt man es. Auf jeden Fall, das kommt an Humble Bundle ran. Wirklich geil. Also Fanatical in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Aber wenn, dann auch richtig. Also das hat sich absolut gelohnt. Und wie gesagt, mit Franbo und Skyhill habe ich wirklich absolute Diamanten, von dem ich das wusste, und mit Dex vielleicht noch eine neuen, und das könnte ich mir sogar vorstellen zu spielen. Weil, wie gesagt, Franbo kenne ich, das macht keinen Sinn. Außer ich mache mal ein gutes Let's Play davon, aber ein besseres als das von Kronk gibt es wohl nicht. Egal, das war's, machen wir es diesmal kurz. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, drückt die Glocke, ihr wisst ja, wie das alles geht. Schaut mal in meinen anderen Kanal, den Let's Play-Kanal rein, Meki36. Da gibt es momentan solche Schweinereien wie Slime Rancher, Elder Scrolls Online und innerhalb der nächsten Tage auch Doom 3 im Koop mit Sören in der Serie Der Killer und der Noob. Einfach mal reinschauen, würde mich freuen, und ja, dann macht's mal gut.